Oh, was hat der hier für ein Vieh? Hau ab, du. Ach, das ist ein Cockpit gewesen. Ey, eben, als ich das erste Mal hier drauf war, bin ich gespawnt und da waren direkt so 5, 6 Stück von den Viechern. Habe ich direkt getötet, ey. Ist ja gut. Wie viel Thatch haben wir denn noch? Ah, nicht mehr ganz so viel. Dann gehe ich mal eben kurz 2, 3 Bäume kloppen, ne? Ja. Kannst du weiter Steine machen, wenn du willst? Mache ich. Hallo. Bibi! Danke. Nicht wundern, ich habe hier mal vor der Basis habe ich Feuersteine rausgeschmissen, ne? So. Können wir doch lieber verarbeiten. Wie bitte? Warte. Können wir doch lieber verarbeiten, warte, ich nehme die mal wieder auf. Zu was willst du denn verarbeiten? Barking-Powder. Oder Ach wie auch, im, ja, wie auch stimmt, immer ja. das auf Deutsch jetzt heißt. Ja, ich hab da gar nicht mal einen Nathan Spark Powder. Ich stell mal Mortal und Pestle hin, ne? Ja, dann kann er schon mal durchlaufen, ne? Ja. Wenn du Essen brauchst, ist noch im Feuer, ne? Ah, alles klar. Meine so am Rande. Wo ist das ganze Leder drin? Hat noch einer von euch Leder im Dings? Ja. Obwohl, warte mal, vielleicht reicht das sogar. Nein. Nee. Doch, ich habe noch Leder. Ich habe, glaube ich, 45 oder sowas. Ich habe aber auch noch keine Kleidung gemacht. Ah, nee, ich kann 2 Stück herstellen. Ich mache gleich 2. Weil, ey, was soll der Geiz? So, ich habe mir noch ein bisschen Stroh besorgt. Ein bisschen ist gut. Wäre schön, wenn du mal die Kisten leer machen könntest zum Bauen. Ja, mach ich sofort. Ey, wo? Wie soll das eingerichtet werden? Mach einfach ich mal schön. Ich würde sagen, hier hinten bauen wir vielleicht die. Oder hier hinten ganz in der Ecke bauen wir die Küche. Warte, mal, wo bist du denn? Ich hab einen Kochtopf gerade gebaut. Oh ja, den brauchen wir. War das jetzt irgendwie? Erst später. Aber. Ja, ich hab den jetzt. Also. Ja, ist egal. Dann lass den hier hinten mit hinstellen. Dass wir hier hinten dann die Küche machen, oder? Dann stell den einfach genau da in die Ecke. Wir brauchen den später auf jeden Fall, bloß halt erst später. Ja, ich hab jetzt gerade mal durchgeguckt, was ich so machen kann. Oder ich wäre komm, mach's aber. Ja. Ja, glaube ich nicht. Damit kannst du nachher, du findest Rezepte, du musst allerdings erst Doch, die Rezepte... Wo willst du die Küche hinmachen? Da hinten in der Ecke, da links. Hinten. Hier, ah, okay. Ja, wir bauen hier nachher auch Lampen hin. Ja, ich hab, mir war das so zu dunkel gerade, ich habe euch kaum gesehen und wusste auch gar nicht, wo ihr hingeht. Ist auch wirklich arschdunkel. Und dann baue ich von hier bis in die Mitte ungefähr die Forges, ne? Ja, wir genau, brauchen genau. Auf jeden Fall ein paar mehr. Und die andere Seite von der Mitte bis hier hinten zum Lagerfeuer. Kochtopf wird dann halt quasi, ne, Lagerfeuer brauchen wir ja nicht. Wird halt die Küche. Also nachher der industrielle Ofen und so. Also richtig Herd, oder? Ja, doch, oh, doch, ja, okay. Ja. Ich meine, wir können auch erst Lagerfeuer hinstellen, reißen wir halt nachher wieder ab. Ja, Lagerfeuer wegen Kohle, deswegen habe ich jetzt so gedacht. Weil wir brauchen ja auch viel Kohle, sagtest du mal. Das ist auch aus den Standfackeln, wie die vor der Tür sind, zum Beispiel. Ja, gut, klar, aber ich. Wenn du da Holz rein. Ja, wir nehmen die, machen die wahrscheinlich mit Spark. Ach, mir ist egal. Ja, mir ist es auch egal. Ich dachte jetzt nur, dass wir das brauchen, deswegen. Ja, das Ding ist, wir bauen das ja wahrscheinlich dann so auf, als wenn das hier ein PvP-Server wäre, ne? Oder? Ja, nehme ich mal an. Ja, dann brauchen wir nämlich Kohle, weil Kohle brauchen wir halt, um Schwarzpuder zu machen. Ah ja, Schwarzpulver. Hm. Genau, und Schwarzpulver brauchen wir ja für die ganze Munitionsgeschichte immer. Ja. Ja, nachher rumballern wollen wir ja eh wahrscheinlich. Ja, sowieso T-Rex jagen und so. So, ich schmeiß hier mal die Feuerstein rein. Ach, dafür brauchen wir auch normalen Stein, ne? Genau, so war das. Ich hab, glaube ich, noch, oder? Warte. Ach ne, ich hab keinen Stein. Ich hab ja gerade Dingens gesammelt. Pack mal 100 Steine dazu. Rechten habe ich das reingepackt. Aber wir können im linken schon mal gleich alle herstellen.
Den linken packe ich mal vergammelte Fleisch rein. Narcos, dann sind die auch schon wieder weg. Brauchen halt bloß viel, viel mehr vergammeltes Fleisch. Ja, ich gehe gleich einmal jagen, dann stack ich das. Also, nicht stack ich das, sondern ziehe ich das auseinander. Du weißt, was ich meine. Ja. Dein super Trick. Dein super Trick. Ja, ich finde den, also ich sag ja, das, was Wödern mir alles so gezeigt hat, diese Kleinigkeiten, weißt du, so Kleinigkeiten halt, die sind halt schon echt nützlich. So, was brauchen wir? Ach ja, Dingens. Hey, habe ich die noch gar nicht gelernt? Fenster? Kann man eigentlich keine Fenster machen oder so? Doch, willst du ne? Fenster Doch. haben? Aber bei PvP, also wenn wir das wirklich als PvP aufbauen, wären Fenster, glaube ich, eher schlecht. Dann kann man hier reingucken. Ja, sind wir aber hier nicht. Ja, noch nicht. Habe ich mir auch gedacht, dass wir vielleicht irgendwann einfach PvP anmachen. Und die Slots erhöhen auf 10 oder so, wenn mal ein paar Leute kommen. Ja, ja. Was skill ich denn jetzt am besten? So? Ich hab alles schon eigentlich. Also ich habe eigentlich nur das Nötigste bis jetzt geskillt, eben hier Lagerfeuer und etc. so Kleinigkeiten. Deswegen, ich habe mich noch gar nicht irgendwie. Ja, ich habe jetzt auch gedacht, wir sprechen das einfach gar nicht ab. Wer was lernt, wer. Ach so. Weil das, was er lernen will, soll er lernen, weißt du? Ja, gut, einerseits klar, logisch. Ja, es geht ja eh so schnell, man kann ja einfach alles. Wenn ich Punkte habe zum Verteilen, dann gehe ich einfach von oben nach unten die ganze Zeit die Liste ab. Ich weiß nicht, ob das geht. Hä? Man kann nachher eigentlich nicht alles lernen, wenn du wirklich alles andingst hast. Dann hast du nachher zu wenig für die ganz krassen Sachen. Achso, wegen Ding, Max Level 100 und so, dann kriegst du keine Punkte mehr oder was? Genau, das ist das Ding nämlich. Aber ich habe mit Boruto gesprochen und der will das halt eh erhöhen, also. Dann dauert es halt nur ein bisschen. Ja, so. Ja, außerdem gibt es ja auch so viele neue Sachen. Hier hast du die Angel gesehen oder die Wendeltreppe und all so eine Sachen. Jo, die Angel wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ey, gut, dass du sagst. Ja, ey, 15 Engram Points. Ich habe die zum Beispiel nicht. Ich habe die zum Beispiel noch nicht gelernt, weißt du? Ja, die will ich unbedingt mal ausprobieren. Weil ich habe ja auch ein Solo-Spiel, wie gesagt, am Laufen. Da bin ich ja auch schon Level, keine Ahnung, 70 oder sowas. Hab da auch voll die geile Hütte gebaut, aber eine kleinere, viel, viel kleiner als die jetzt hier. Ja, das hier soll eigentlich nur der Hauptkern werden, da kommt noch was außen rum. Ja, ja, weil ja, ich ja, hab, ja, ja. War mir jetzt das hier schon ist klar. Der Haupt. Der, oh, ich kann gar nicht mehr laufen, weil ich hier gerade bauen war. Das hier ist der Hauptkern. Ja. Hier kommt auch noch ein Lager rein und so, eine zweite Etage natürlich und alles. Oben mit Turrets voll. Und außenrum kommen nochmal eine Reihe Foundations und dann wieder eine Wand. Also eine weißt Doppelwand. Ja, und dann nochmal eine Reihe Foundations und wieder eine Wand. Das, wenn die uns denn von außen, sieht das Gebäude dann einfach riesig groß aus als ein Gebäude. Und wenn die dann reinschießen, dann sind die einfach nur in so einem Flur und kommen trotzdem noch lange nicht ins Gebäude, weißt du? Okay. So wäre halt der PvP-Baustil von mir, aber das müssen wir nicht unbedingt machen, die eine Doch, Wand können wir reicht, gerne ja. machen. Ich finde das eine gute Idee, weil so verliert man schnell nämlich die Lust. Dann denken die sich, scheiße, das sind bestimmt voll viele Wände, weißt du, komm, lohnt sich überhaupt nicht. Ja. Ich gehe mal ein neues Trinken holen, ne? Okay. Ich denke so, hä, neues Trinken? Hat sich schon eine Flasche gecraftet? nee. Aber weil wegen Stream kann man das nicht so offen sagen. Ah, Leute, was fehlt mir jetzt schon wieder, ey? Ach, Stein, okay. Stein ist hier ja noch. Bisschen, ja. Yeah, Pfeil und Bogen gebaut. Ja, das. Ja, gut. Pfeil und Bogen ist nachher besser, wenn du. Dings. Und dann Pfeile, die Pfeile. Kannst du. Du hast jetzt normale Steinpfeile gebaut, stimmt's? Ja. Dann guck mal, und wenn du jetzt noch die Betäubungspfeile lernst, das Engram zum Beispiel, oder das hast du ja vielleicht schon, dann kannst du aus den Narcotics, die, oder was weiß ich, wie das auf Deutsch heißt,
die in dem linken Mortar und Pestle sind. Und dein Steinpfeilen Betäubungspfeile craften. Und die Betäubungspfeile, damit kannst du diese Pteranodons abschießen, weißt du, diese Flugsaurier. Ja. Und Ja, dann da, kannst du sie tamen. Narkosemittel könnte ich jetzt. Ach, da sind schon welche drin. Ja, genau, ich glaube. Narkosemittel. Dafür brauchen wir das vergammelte Fleisch, weißt du, vergammeltes Fleisch und diese schwarzen Narco-Berries. Also kann ich das Fleisch einfach hier reintun? Ich habe ein bisschen was. Ja, vergammelt es aber, ne? Ja, habe ich hier drin. Ja, kannst du da reinpacken. Okay, dann habe ich jetzt das Narkosezeug. Steinpfeile. Ja, ich glaube, die kann ich aber noch nicht, die. Also wenn ich jetzt das nächste Mal, wenn ich Punkte zu vergeben habe, werde ich die Ja, wenn die. Suchen lernen. Genau. Narcotics kannst du ja wahrscheinlich schon herstellen, wenn du von oben nach unten durchgehst. Okay, ist eh nur ein Fleisch, ne? Stell das mal schnell her. Nur damit das Fleisch halt nicht weg ist, weißt du? Weil Narcotics vergammeln nämlich nicht. Und Beeren und das Fleisch vergammelt ja. Wenn du dann gleich Narcotics daraus Achso. machst, dann bist du der Gefahr voraus, sozusagen, weißt du? Also ich, ja, guck mal, ich kriege jetzt gerade wieder Punkte zum Verteilen. Dann suche ich mir jetzt mal die Narkosepfeile da. Mal Steinpfeil. Betäubungspfeil, da haben wir sie. Bin wieder da. Wie? Baby. Jo. Danke. So, herstellen, Betäubungspfeil. Achso. Ja, geil. Ich brauche jetzt normale. St Achso, warte mal. Alles klar, aber da normale Steinpfeile. So. So, jetzt habe ich 8 Betäubungspfeile. Ich habe hier noch mal ein bisschen Flint reingepackt in den rechten Mortar. Ich habe nur noch kein Rezept dafür. Muss ich mir gleich mal erlernen. Vielleicht noch mal was an. Hauptsache der ganze Flint-Scheiß kommt weg, weißt du? Ja, und wir brauchen ja Spark Powder für die Schmieden, ne? Nee, nicht unbedingt. Wie lade ich den Also Pfeil geht wieder auch auf? mit Holz oder macht er eigentlich nur mal von alleine. Ja, ich hätte ja noch einen Steinpfeil drin und jetzt habe ich keine mehr, sondern nur noch Betäubungspfeile. Und jetzt So, sind dann die. drück mal R. Jetzt müsst Oder eben zieh einmal die Pfeile in deinem Inventar, ne? Einfach ja, auf den diese. Bogen. Ah ja, das funktioniert, alles klar. Weil das funktionierte, glaube ich, nicht mehr mit R-Bildern. Nee, das Oder geht gar nicht. ich weiß es nicht, also zumindest habe ich so immer gemacht. So, und für so einen Flugsaurier, wie viele Betäubungsfälle braucht man da? Kommt drauf an, was für ein Level. Erstmal musst du ihn auf jeden Fall treffen, das wird das Schwierigste sein. Wenn das ein Low Level ist, dann und du gut Power hast, dann könnte einer reichen. Okay. Und ey, wenn einer nicht reicht, dann ist es fast unmöglich. Also den zweiten zu treffen ist echt schwer. Ja, mit der Armbrust ist, glaube ich, leichter, ne? Ja. Weil dann kannst du schneller nachladen, glaube ich. Und der schießt natürlich viel, viel weiter. Naja, er hat ja viel, viel mehr Power. Ja gut, ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wenn ich gleich einen Dodo oder so sehe, dann hole ich oder so ein Vieh. Ein Dodo kannst du ja mit der Faust wegboxen. Du brauchst ja keine Pfeile für. Wollte gerade sagen. Aber du kannst natürlich einen Trike oder sowas machen. Ja. Also ein Triceratops. Oder wie das? Ja. Ja, okay. Alles klar. Der hat drei Okay. Hörner, hat ein Schild Ah, und hier sagt er drei Hörner. ja, drei Hörner. Habe ich doch gerade gesagt. Hast mir wieder nicht zugehört. Bei dem, wenn das Low Level ist, reicht ein Pfeil, ja? Nee. Nee, bei dem nicht. Aber der greift Okay. dich auch an. Also wenn du auf den schießt, dann solltest du aus einer gewissen Entfernung schießen, sonst kommt er nämlich zu dir hingerannt. Also der kommt so oder so zu dir hingerannt. Merk dir einfach, wo dein Zeug liegt. Okay. Ja, es ist die einfachste Methode.
Ja, dann mache ich das so. Aber ich gucke jetzt gerade, ob ich irgendwas Kleines finde hier. Ja, was Kleines kann aber nicht viel schleppen und ist eigentlich. Das wieder, ja, ich glaube, da läuft mir irgendwas hinterher. Ja gut, du kannst dem Dodo natürlich viel Thatch geben, glaube ich. Ne? Thatch ist natürlich nicht so schwer. Also ist immer. Aber wenn du Ich so einen mach's. Triceratops hast, der Ich kannst du mach die natürlich viel Fackeln. packen. Ich mach die Fackeln alle mal aus, ne? Ja, okay. Ja, ist ja hell, braucht Oder? man ja nicht mehr. Ja, kannst du was machen. Ja, ist Reicht ja, eh wenn nicht, das weil. Lagerfeuer die ganze Zeit brennt oder so. Die Für Fackeln, die Holzkohle. brennen lange, ne? Ich habe da echt nur 5 Holz reingetan. Also die Fackeln, die brennen auch richtig scheiße lange, weil du da nachher Spark Powder reinmachst halt. Ja, von den 5 Holz sind immer noch 3 übrige. Oh, krass. Ja, wir holen uns nachher gleich erstmal, wenn die Hütte fertig ist, Pteranodons, oder? Und bauen einen Sättel und dann farmen wir erstmal Airdrops ab oder so. Na klar. Ja, von mir aus. Ja, brauchen wir nur eben die, sag mal schnell hier, Armbrust. Wieder Level ab hier. Aber Flint brauchen wir ja nachher auch auf jeden Fall für Für die Pfeile. Pfeile immer. Insektenschutzmittel kannst du auch was sagen, Gott. Willst du mit dem Fallschirm? Wenn du zum Beispiel vom Tyrannoran abspringst, dann kannst du einen Fallschirm gebrauchen. Oder am Berg runterspringst. Ja, eben. Raptorsattel. Okay, heute erlebt Wasserspeicher. Ja, die brauchen wir nicht, wir wohnen ja direkt am Wasser. Lederhandschuhe, ach so, ja, Lederzeug. Feensockel. Das Fleisch ist immer noch hier drinnen, ne? Ja, ich hole mir gleich echt mal was ab. Ja, ich gehe gleich auch noch mal ein bisschen was holen. Hier ist noch mal Satch. Und noch mal Stein ohne Ende. Boah, wie, aber wenn du die ganzen Crafting-Krempel da hast, ne? Wie findest du was in der. Das ist ja so viel, Du kannst aber nicht alles einfach so craften. Also, ich sag jetzt mal die. Wobei, lass Würdern das erklären. Der kennt sich viel, viel besser damit aus, ey. ja, du kannst ja auch Ordner anlegen. ja? Weißt du, das wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Create new folder. Ja, Ja, super. genau, Ich und du einfach kannst es duplikiert, da halt. brauche ich aber 3 Wochen für. Erst wenn du das Ganze zu Anfang machst, dann ist das kein Problem. Ja, ich lösche meinen Charakter eben. Okay. So, ich fange schon mal an mit unserem Lager. Ich beschrifte die Schränke, damit ihr wisst. Ja, das ist eine gute Idee. Super, ja, macht das. Was wo rein soll oder kommt oder drin ist. Weil wir werden nachher so viel auf Lager haben, dass wir einfach für jede Ressource einen eigenen Schrank haben müssen. Oder sogar zwei. Ich kann keinen Holzgehweg setzen, weil ich keinen Einrastpunkt habe. Okay, Holzgehweg, was ist das denn? Ja, es gibt viel neuen Scheiß, habe ich schon gesehen, ey. Hab mir gedacht, ich mache jetzt hier so einen Weg zum Wasser hin. Einfach mal so. Oh, was ist das denn Das da ist für ein echt Scheiß? Langeweile, Faust, ne? Ja, ich muss mich da auch mal ausprobieren hier in dem Spiel. Ja, klar, ist auch in Den hole ich Ordnung. de, nein, warte, warte, den musst du nicht abschießen. Du sammelst jetzt Bären, packst die auf Slot 0, dann gehst du zu ihm hin und drückst E. Hab ganz viele Bären. Ja. Geh zu ihm hin und drück E. Warte mal, ich muss erstmal diese scheiß Bodenplatte weg. Hast du die auf Slot 0 gepackt? Ja, habe ich. Kannst du ihn füttern. Und dann musst du ein bisschen warten, bis er wieder Hunger hat. Und wenn du ihn zu Ende gefüttert hast, dann gehört er dir. Yeah.
Dauert aber wahrscheinlich auch ein bisschen, ne? Ja.